Willkommen zurück zu einer weiteren skurrilen Folge Dying Light 2 auf dem PC. Uncut natürlich. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz skurril mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte skurrile Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft bis Freitag, 0 Uhr auf Samstag. Also gerne mitmachen. Ihr könnt eine Collector's Edition gewinnen. Einfach nur bewerten und kommentieren. Mit eurem Discord-Namen. Discord in der Videobeschreibung. Was ist denn das, Alter? Was? What? Was ist mit seiner Hand los? Muss das so sein? Ich hab keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Alles sehr, sehr merkwürdig. Moment, ich bin immer noch in der PK-Basis drin. Schwupps. Das scheint hier wirklich eine Basis zu sein. Ja, sonst wäre hier oben kein Netz und keine Struktur. Huh. Gut, wir müssen hier drüben hin und hier gibt es auch noch mehr zu holen. Let's do it! Wow, 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 wow. Okay. Okay, ich lebe noch. Warte, hier komme ich hoch. Alter, in der Stadt hier kannst du so viel erkunden und so viel rumklettern. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt bin ich hier. Kann ich hier hin? Daran? Hier? Okay, da oben ist auch anscheinend wieder... Moment, hier... Irgendwas Wichtiges ist da oben. Schwupps. Alter, wer labert hier? Hello? Alright. Ich habe hier so eine weitere... So ein weiteres Nightrunner-Versteck gefunden. Läuft, Kollege, läuft. Dankeschön, nehme ich mal alles mit. Sie sagte, sie sei Pilgerin. Sie wollte uns für eine Flasche Antizin durch das Banditen. Okay, hier werden wieder irgendwelche Geschichten erzählt. Ich mag die Geschichten. Ich finde die eigentlich ganz cool, weil sie tragen dazu bei, dass die Welt dann doch ein bisschen lebendiger wird. Unbekannter Ort. Haben wir gefunden, haben wir gemacht. Wir gehen mal ganz kurz noch hier hin und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier die Story wieder voranbringen. Wow, 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 wow. Bin ich richtig? Ja. Oh. Ist das was Gutes? Ah, Mann, wieder nur nachts. Gibt es jetzt die geilen Sachen alle nur noch nachts? Okay, da kommen wir jetzt nicht hin. Fisheye ist in die Richtung. Let's do it! Obwohl ich gerne mal hier ein bisschen rumknüppeln würde, denn ich habe hier eine Eis-Elektro-Fähigkeit. Yep, klingt sexy. Ist bestimmt auch sexy. Na, ihr? Wollt ihr ein bisschen geknüppelt werden? Habt ihr Bock auf Knüppel? Habt ihr Bock auf Knüppel? Das Ding ballert schön. Kann ich mal einen bitte einfrieren? Alter, die Eisfähigkeit. Nice. Ey, alles gut, Kumpel, alles gut. Ich hab's im Griff. Dann stehst du vor mir. Hey, ich bin einer von euch, ja? Das Umspannwerk. Yep. War ich? Ganz allein. Ich hab euch das alles ermöglicht. Kann man hier auch Windmühlen oder sowas finden? Ich kann Schach spielen. Und die Situation zwischen den Abtrünnigen und den Piquets nennt sich eine Pattsituation. Schön. Schön, dass du Schach spielen kannst. Das wäre großartig. Strom für die ganze Stadt. Stell dir das vor. Vielleicht erreiche ich noch ein paar andere. Ja, aber vielleicht überlässt du nicht alle den Peacekeepern, ja? Doch, werde ich tun. Okay, das ist eine Mühle hier.
Doch, werde ich tun. Wir haben uns entschieden. Full Peacekeeper. Alles für die Peacekeeper. Was geht? Leute, Klappe halten, wir sind gut. Boah, die Axt ist heftig. Jetzt bist du tot. Na, Alter, mit einem Hieb? Uff. Baby. Ich will nicht sterben. Jemand muss mir helfen. Was ist das hier für ein Zeug? Was kann ich damit denn machen? Das scheint irgendwas Neues, Wichtiges zu sein. Oh Mist. Dark Zone? Gibt's irgendwas Geiles? Wisst ihr, was wir unbedingt brauchen? Trophäen. Wir brauchen unbedingt Trophäen für die Upgrades. Weil da haben wir im Moment wirklich verdammt wenig. Verdammt wenig im Moment. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns hier die Windmühle holen, wenn wir es überhaupt können. Ihr wisst ja, ab und zu ist es nicht möglich, weil du bist zu schwach. Willst du mich verarschen? Fällt dir einfach an der Seite runter. Naja, nicht so schlimm. Okay, muss ich hier rum? Ich würde ganz gerne weiter nach oben. Warte, hier? Ey, diese Gebäude, ne? Diese Gebäude machen mich fertig. So. Okay. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Ja, sorry, Dude. Ich habe gerade meine eigenen Sorgen, denn wie du siehst, bin ich damit beschäftigt, dieses Windrad hier für mich zu gewinnen. Warte mal, das Ding hier bewegt sich. Oh, snap. Moment, das lässt aber direkt los. Er hält sich ja gar nicht fest. What? Alter, was ist jetzt los? Sturm und Regen. Muss ich dann immer wieder greifen? So hin und her schwingen? Kann er sich daran nicht festhalten? Nee. Hä? Wie soll das gehen? Kann ich den Gleiter irgendwie einsetzen? Wenn ich hier ganz nach oben gehe, könnte ich auch einfach rüber gleiten. So rein theoretisch. Also ich könnte hier drauf. Moment. Kann man hier irgendwo hoch? Würde ich mir die komische Stange ersparen bei der Mühle. Gib mir nicht deine Haut. Die Wege zu finden ist echt nicht immer easy. So. Jetzt bin ich hier. Und von hier aus kann ich wahrscheinlich hier. Hier? I don't know. Nope. So. Warte. Hier? Ey, ich will jetzt diese Mühle haben. Also die Dinge sind ja da, dass man irgendwie hochkommt. Okay. Jetzt bin ich ein wenig überfragt, weil... Boah, hier komme ich hin. Krass.
Okay, hier ist jetzt überall abgedeckt. Ah, yes. Moin, Zombies. Ich kann ein bisschen meine neue Axt einweihen. Schön mit Frost und Elektro. Eine geile Kombo, ha? Huh? Wow, 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 Finger weg. Sonst sind sie weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die gehen hier gerade richtig steil. Okay, da hinten sind, glaube ich, ein paar schnelle Buben. Schnauze! Dich brauche ich, Kollege. Oh, eine einzigartige Trophäe. Nice. Alter, was habe ich mit dem denn gemacht? Uff. Ich habe den gespalten. Okay, das habe ich noch nie gesehen, dass man Zombie so zurichten kann. Was geht? Na, 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 na. Wir wollen doch schön weiterschlafen, oder? Und, was ist da drin? Wahrscheinlich nur Müll. Yay! Müll! Konservenmüll. So, ich muss noch ein bisschen höher, dann können wir rüberspringen. Geh immer weiter hoch, noch am besten noch ein bisschen höher, oder? Lieber auf. Boah, wenn ich hier runterfall. Lieber auf Nummer sicher gehen. Es müsste reichen. Stopp! Ha, ich hab's geschafft. Yes! Komm her! Du geiles Ding, du! Da kommen sie, die Peacekeeper. Mal sehen, was sie draus bauen. Hoffentlich wieder so ein Machtwerk der Zerstörung und Dominanz. Bam! Das ist eine Festung. Ist das eine Stadt? Es ist eine verdammte Stadt. Aber wenn man hier sich ganz nach oben arbeitet, gibt es da oben irgendeine Belohnung? Lohnt es sich überhaupt, da richtig nach oben zu gehen bei den Gebäuden? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, ob es sich lohnt, wirklich da immer ganz nach oben zu kraxeln. Weil es ist halt schon echt eine Aufgabe da hoch. Moin, was geht? Guck mal hier. Flupp. Der Bogen. Ha. Vielleicht kann ich den Bogen irgendwann mal zu was Gutem machen. Was haben wir hier? Oh, das ist nice. Das ist eigentlich auch richtig nice hier. Attacke, Abwehr. Nehme ich mal mit. Größte Vielfalt. So, was hast du Schönes? Boah, das Straßenhackmesser. Stumpf. Ich glaube, das nehme ich mir mal mit. Das gönne ich mir mal. Was hat er hier? Weißt du was, die kaufe ich mir auch. Drauf gepupst. So. Die hier nehme ich auch noch mit. Elektroteile kann ich immer brauchen. Gut, dann gehen wir mal rüber zum Fischauge. Dann gehen wir mal rüber zum alten Fischauge. Aber ich finde es geil, dass die Peacekeeper halt so richtig schöne Festungen bauen.
also was das Bauen angeht, deutlich, deutlich geiler als die Banditos. Widerstand macht halt so richtig schöne Rotzgebäude. Autsch. Okay, wie komme ich denn zum Fischauge hoch? Vielleicht hier? Kantine Fischauge. Die Männer des Schlechters sind auf irgendeiner komischen Droge. Wieder wie in aller Mut. Du bist nicht unser Freund. Ich habe Geschichten gehört. Die sind kaum zu glauben. Es gab mal einen. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Kleiner Typ, aber stark wie ein Ochse. Und was war mit ihm? Er war scharf auf meine Mutter. Willst du mich verarschen? Er ist im VNC-Turm verreckt. Ohne Witz. Ich frage mich, ob ich Nightrunner werden könnte. Kannst du fliegen oder dich unsichtbar machen? Klar. Schon seit der 3. Klasse? Du musst deinen Todeswunsch haben, wenn du Nightrunner werden willst. Da hast du vermutlich recht. Werde es nicht, Kumpel, werde es nicht. Ist undankbar. Genau das dachte ich auch. Absolut undankbarer Job. Früher hat die Sonne nicht so grell geschienen. Wenigstens gibt's keinen. Was haben wir denn hier? Das mag sein. Ach, das ist wieder so ein schwarzes Brett. Und stoß auf einen seltsamen Kerl, der in meiner Wohnung herumlungert. Er hat offensichtlich Hilfe gebraucht, also gab ich ihm meine Hand. Da hat er mich runtergezogen und wir sind 2 Stockwerke tief gefallen. Er hat mich so wütend gemacht, dass ich die Infizierten vollkommen vergessen habe. Jetzt hör mal auf. Ich war noch nie so kurz davor, jemanden umzubringen. Okay, nette Geschichte. Lawan? Lawan, bist du da? Lawan, besser erstmal umschauen. Und dann plötzlich alles. Gebäude, Werbetafeln, Straßen. Also wenn der Strom anbleiben würde, könnte ich mein Geschäft wieder öffnen. War Lawan hier? Wenn es irgendwer weiß, dann der Barkeeper. Der Barkeeper. Ja, natürlich, klar. Der Barkeeper weiß alles, oder? Aber ich rede trotzdem mit allen. Hast du Lawan gesehen? Klar. Ich sehe sie ständig. Ah, warte. Du meinst heute. Entschuldige, bei der Aufregung bin ich ganz durcheinander. Was für eine Bitch. Was für eine Bitch, ey. Okay, du weißt also Bescheid, dann... Hey, ich suche Lawan. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie war gerade hier. Puh. Du hast dir also nicht das Genick gebrochen. Gut. Ist er das? Der Gajo, den du meintest? Daniel, ich habe schon viel von dir gehört. Ja, von dir habe ich überhaupt nichts gehört. Gehen wir zu Frank? Frecher Hurensohn. Ich steck dir deine abgeschnittene Zunge in den Arsch. Lass es, du Esel. Wovon sprichst du? Lawans Freunde sind auch meine. Daniel sagt, dass wir die anderen Umspannwerke wieder aktivieren müssen, wenn der Strom fließen soll. Das Kraftwerk läuft, aber die Kabel sind durch. 15 Jahre Verfall. Atrophie muskulare ne instruite. Untrainierte Muskeln schwinden. Komm, Franks Zimmer ist da drüben. Finden wir raus, warum Walt sie überhaupt eingeschaltet hat. Gutes Gespräch, Gajo. Pass gut auf dich auf. Erst macht er hier so einen auf, ich bin der letzte Abschaum und dann irgendwie, ja, ne, dann gutes Gespräch. Bist doch ganz in Ordnung, du Hund. Warte Komm mal. Komm schon. Ey, der Typ, der verwandelt sich langsam. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Na gut. Wird wohl nicht so schlimm sein. Gehen wir?
Eine Sache zu Frank. Siehst du diese Leute? Anderswo würden sie sich wie die Wilden gegenseitig an die Kehle springen. Hier nicht. Hier bleiben sie ruhig, gelassen und gefasst. Wegen Frank. Sie respektieren ihn, weil er ein Nightrunner war. Alle hier schulden ihm etwas. Und ich genauso. Ohne Frank wäre ich jetzt nicht hier. Und wo wärst du dann? Als Beißerin in einer Darkzone. Oder ich würde mich in irgendeiner Höhle weiter zudröhnen. Frank wird uns helfen. Du kannst dich auch auf ihn verlassen. Vertrau mir. Bereit? Dann los. Mich legst du verdammt nochmal nicht aufs Kreuz, Ravik. Frank? Sie haben uns abgeschlachtet. Einen nach dem anderen. Wie verfickte Karnickel. Frank! Frank, ich bin's. Wach auf! Du? Was zur Hölle machst du hier? Störst mein Gespräch mit... Ravik ist seit Jahren tot, Frank. Reiß dich zusammen. Du hast Besuch. Und wer ist das? Die verdammte Königin von England? Muss ich jetzt ganz fein tun, oder was? Das ist Aiden. Er hat den GIE-Zugangsschlüssel. Waltz hat ihn benutzt, um den Strom in der Stadt einzuschalten. Einen gültigen GIE-Schlüssel? Du redest Scheiße. Zeig ihn her. Wo hast du den her? Von einem von Waltz' Leuten. Also bist du auch einer von Waltz? Ruhig, Frank. Aiden ist auf unserer Seite. Wir glauben, dass er Daten enthält, die beweisen, was sie im Krankenhaus mit uns gemacht haben. Ah, du willst also immer noch rausfinden, warum Waltz seine Kindheit versaut hat. Ah, na gut. Ich sag's dir. Bereit? Ja, yeah, weil er ein scheiß Psycho ist. Krank in der Birne. Das ist der heilige Gral und die Bundeslade in einem, Lavan. Zufrieden? Aiden, stimmt's? Du und Lavan könnt mir jetzt verflucht nochmal aus den Augen gehen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Es hätte funktioniert, wenn der Wichser am Fernsehsender aufgekreuzt wäre. Du hattest recht, Ravik. Verfluchter Verräter. Ohne ihn waren wir wie Kinder mit Steinschleudern, die sich gegen Panzer stellen. Wow, das ist also der Topmann, der uns alle retten wird. Echt, Frank, du hast es drauf? Wir sind hier noch nicht fertig, Frank. Darauf sind auch Daten über jemanden, den ich suche. Ich muss wissen, wie ich ihn auslesen kann. Das ist ein verdammter Schlüssel, kein Tagebuch. Nimm ihn, um Türen zu öffnen, um den Strom einzuschalten. Aber allein ist er nutzlos. Du musst ihn irgendwo reinstecken. Und bevor ich dir erkläre, wohin du ihn dir stecken kannst, verzieh dich. Du machst mich irre. Ravik, du verdammter Bastard. Warum bist du für diese Mission zurückgekommen? Es ist schief gelaufen. So viele Menschen, so viele wunderbare Menschen. Lawan sagt, nur du kannst uns helfen. Lawan sagt viel, wenn der Tag lang ist. Und weißt du was? Das meiste davon ist Scheiße. Sie ist ein Junkie, den ich von der Straße aufgesammelt habe. Verstehst du? Wenn du mir nicht glaubst, frag sie. Sie wird dir alles selbst erzählen. Also was zum Teufel, wenn wir es in diesen Stock geschafft hätten? Wir steckten tief in der Scheiße. Da war keine Chance. Vielleicht wurde dieser Turm nicht eingenommen und wird es auch nie. Verstehst du? Verflucht, wir werden alle krepieren. Und dann ist gut. Dann hältst auch du die Klappe. Ich bin nicht so weit gekommen, um mich von dir so abwimmeln zu lassen, Frank. Du bist hergekommen, um mit meiner Wenigkeit zu sprechen? Na, was für eine unglaubliche Ehre. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein größerer Verlierer als ich. Und jetzt mach schon, dass du hier wegkommst. Siehst du das, Ravik? Er kann mir fast genauso gut auf den Sack gehen wie du. Halt's Maul! Das heißt nicht, dass du reden darfst! Scheiße, Ravik! Versuch nicht, diesen Verräter zu verteidigen und zu leugnen, was passiert ist. Frank, verdammt! Komm zurück! Verpiss dich, Junge! Und wenn du dich verpisst, dann nimm Lawan mit. Ich bin fertig. Lawan, wir sind hier wohl fertig. Gehen wir. Waltz hat mit diesem Schlüssel den Strom eingeschaltet, zum ersten Mal seit Jahren. Und ich glaube nicht, dass er das aus reiner Nächstenliebe gemacht hat. Und dir ist das scheißegal? Frank, reiß dich zusammen! Du warst eine Legende.
Der verdammte Commander der Night Run. Weißt du das überhaupt noch? Dieser Frank ist tot, Lawana. Er starb mit den anderen beim Fernsehsender. Warum zum Teufel würde Waltz den Strom einschalten? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Aber wenn du an die GRE-Datenbank ran willst, dann brauchst du ein Terminal für den Zugriff. Es ist nur... Ich habe keine Ahnung, wo eins sein könnte. Und diejenigen, die es wussten, sind wohl schon lange tot. Aber die gute Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich bald genug selbst tot sind. Prost. Und jetzt verzieht euch aus meinem Quartier. Verfluchter Säufer. Hörst du das? Verdammt, irgendwas passiert gerade. Schaust du nach? Ich bin direkt hinter dir. Was, ich? Das ist unmöglich! Ich hab sie gesehen! Wir brauchen Hilfe! Wo zum Teufel sind die Peacekeeper? An alle Einheiten. Abtrünnige im Zentralring. Ich wiederhole, Abtrünnige im Zentrum. Sie umstellen das Fischauge. Hört mich irgendjemand? Over. Kommt raus, ihr Ratten. Kommt raus. Oder wir fackeln die verdammte Hütte ab. Da muss wohl jemand aufräumen gehen. Das werde ich auch tun in der nächsten Folge. Kleine Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss!